Horst Seehofer ist mit großer Mehrheit als CSU-Chef wiedergewählt worden. Er soll mit Markus Söder die neue Doppelspitze der CSU bilden. Horst Seehofer spricht auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Quelle: Sven Hoppe, Deutsche Presseagentur. Trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer erneut in seinem Amt bestätigt worden. Nach der demonstrativen Einigung mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er beim Parteitag in Nürnberg 83,7% der Stimmen nach 87,2% vor 2 Jahren. Zuvor hatte Seehofer seinen Rückzug aus dem Landtag angekündigt. Die CSU wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Das Amt des Ministerpräsidenten von Bayern soll Markus Söder übernehmen.